Niemand kommt mehr am größten virtuellen Lexikon der Welt vorbei. Wikipedia muss mit der eigenen Macht sehr vorsichtig umgehen. Das Netzwerk wächst täglich. Aber wer steckt hinter den ganzen Artikeln? Das ist ein Hobby, das zur Sucht gerät. Das Grundprinzip, jeder kann unbezahlt mitmachen. Gilt das inzwischen auch für künstliche Intelligenz? Man kann nicht einfach zu ChatGPT gehen und sagen, hier, schreib mir doch bitte mal den Artikel. Wirklich nicht? Wir stellen Wikipedia auf die Probe. Wie mächtig ist die Wissensplattform? Und wie verlässlich sind die Infos, die ich dort bekomme? Für Deconstructed Wikipedia begibt sich Galileo-Reporter Vincent Dehler auf Spurensuche. Und beginnt mit einer Internetrecherche. Wenn man einfach mal ganz kurz was nachgucken will, dann tippt man ja meistens irgendwie seinen Suchbegriff in irgendeine Suchmaschine und eine der ersten Dings, die man dazu bekommt, ist meistens Wikipedia. Man klickt drauf und denkt sich, cool, hier habe ich das, was ich suche, nur in sehr komprimierter Form. Bis jetzt war das für mich einfach eine reine Website. Ich möchte aber herausfinden, was da wirklich hintersteckt. Was wir schon wissen? Jeder darf Artikel schreiben und bearbeiten. Und das seit über 2 Jahrzehnten. Der Startschuss fällt im Jahr 2000, als das Internet immer rasanter wächst. Die Amerikaner Jimmy Wales und Larry Sanger planen das erste Online-Lexikon, Nupedia. Fachautoren sollen Artikel schreiben, die nach gründlicher Prüfung online gehen. Ein Flop. Nach 1,5 Jahren gibt es gerade mal 18 Artikel. Die rettende Idee, warum nicht die Weisheit von vielen nutzen? Jeder mit einem PC und Internetanschluss kann mitschreiben. Innerhalb weniger Wochen sind 2000 Artikel auf der Webseite. Ein Bombenerfolg mit neuem Look und Namen. Am 15. März 2001 geht Wikipedia online. Was als Idee beginnt, entwickelt sich zu einer riesigen Wissensplattform. Allein in Deutschland gibt es rund 3 Millionen Artikel. Weltweit ist das Lexikon in 315 Sprachen online und besitzt rund 60 Millionen Artikel. Aber wer steckt hinter den Artikeln? Allein in Deutschland gibt es rund 5000 User, die sich täglich um die Inhalte kümmern. Vincent trifft eine von ihnen, Grisma. Nicht online, sondern in der realen Welt. Das ist ein Hobby, das zur Sucht gerät. Ich bin ernsthaft gefährdet. Okay. Laut Grisma lebt die Plattform vor allem von denen, die ein aktives Nutzerkonto besitzen und regelmäßig an den Artikeln arbeiten. Die sogenannte Community. Die Community ist der harte Kern von Nutzerinnen und Nutzern, die sehr, sehr aktiv in Wikipedia sind. Es ist aber so, dass du auch ohne Konto in Wikipedia etwas hineinschreiben kannst. Nicht jeder hat also die gleichen Rechte. Die meisten User haben kein Benutzerkonto. Sie dürfen fremde Artikel lesen, bearbeiten und neue erstellen. Neue Artikel schreiben mit eigenem Pseudonym, das geht nur mit Benutzerkonto. Sichter checken nach der Veröffentlichung auf Richtigkeit. Diesen Status gibt es, sobald man länger als 30 Tage registriert ist und 150 Bearbeitungen vorweisen kann. Wenn Lösch- oder Sperranfragen eingehen, schalten sich die Administratoren ein. Sie moderieren auch Diskussionen. Darüber stehen die Bürokraten und Stewards. Diese höchsten Ämter sind von der Community gewählt und dürfen Inhalte löschen, User sperren, löschen oder die Rechte entziehen. Ein wichtiges Grundrecht bei Wikipedia: Anonymität. Solche Redaktionsprozesse finden dort online statt. Und doch treffen sich die sogenannten Wikipedianer auch im realen Leben. Bei den bundesweiten Stammtischen. In Berlin nimmt Grisma unseren Reporter mit zu den Menschen, die das Lexikon täglich und ehrenamtlich am Laufen halten. Wie wichtig ist das, dass man eben genau diesen Kontakt dann auch persönlich hält? Ich glaube, das haben wir alle jetzt durch die Corona-Zeit gemerkt, als auf einmal alles online war. Ja. Und dann haben wir, glaube ich, viele gemerkt, dass so ein bisschen zumindest an Austausch in der echten Welt nicht verkehrt ist. Ja. Ich fand das einfach so eine Anlaufstelle für mich. Deswegen
Ist durch die ehrenamtliche Arbeit Wikipedia eine seriöse Quelle? Eines der vier Grundprinzipien der Wikipedia ist Neutralität. Man versucht, so nah wie möglich neutral zu sein, Fakten mit Belegen zu unterfüttern und den Menschen quasi die Möglichkeit zu geben, selbst nachzuschauen. Und diese Belege findet und prüft die unbezahlte Community. Die ist allerdings nur ein Teil von Wikipedia. Der andere Teil ist der Verein Wikimedia. Allein in Deutschland liegen dessen Personalkosten bei knapp 8 Millionen Euro im Jahr. Wofür eigentlich? Das findet Vincent später raus. Erstmal stellt er das System auf die Probe. Vielleicht kann ich mir einfach die Arbeit sparen und lass einfach ChatGPT für mich den Artikel schreiben. Den er dann veröffentlicht. Das habe ich nämlich schon gelernt beim Stammtisch. Es soll möglichst neutral sein. So, das heißt, ich schreibe auch einen neutralen Wikipedia-Artikel über Vincent Dehler von Galileo. So. Nach 3 Sekunden ist der Artikel fertig. Geschrieben von künstlicher Intelligenz. Gefühlt steht hier schon sehr, sehr viel Quatsch drin, muss man ehrlich sagen. Ich finde aber, ich würde schon ganz gerne mal versuchen, ich würde es ein bisschen abändern, aber ich würde schon mal versuchen, da wirklich auch gezielt falsche Informationen irgendwie unterzubringen, um einfach zu gucken, fällt das auf? Die Plattform soll schließlich verlässliche Fakten liefern. Als kommender Moderator der Sendung Tagesschau wird er demnächst auch für die öffentlich-rechtlichen Medien arbeiten. Gut. Ich finde, das kann man genauso stehen lassen. Zumindest für 3 Sekunden werden es vielleicht ein paar Leute glauben. 3, 2, 1. Okay. Und sofort ist der Artikel unter den Top 3 Treffern der Suchmaschine für Vincent Dehler. Meine Freundin schreibt gerade Tagesschau, 3 Ausrufezeichen. Aber außer Vincents Freundin wundert sich erstmal niemand. Mittlerweile sind wir bei über 10 Minuten und der Artikel wurde geändert. Aber ich glaube, der bleibt jetzt da. Wie es mit dem Artikel weitergeht, checken wir später. Klar ist, noch steht er online. Verfasst von KI, gewürzt mit falschen Angaben. Wie verlässlich sind die Informationen, die wir auf der Plattform finden? Dafür trifft Vincent Pavel Richter. Er ist der ehemalige Geschäftsführer der Wikimedia Deutschland, dem Verein, der hinter Wikipedia in Deutschland steht. Er kennt die Gefahren, die von der Webseite ausgehen. Dadurch, dass Wikipedia die einzige Online-Enzyklopädie ist, wir sagen immer, es ist die größte, aber de facto ist es die einzige Online-Enzyklopädie, zumindest als Generalenzyklopädie, hat sie natürlich eine enorme Marktmacht und jedes Monopol ist grundsätzlich gefährlich. Wikipedia muss mit der eigenen Macht sehr vorsichtig umgehen. Konkret bedeutet das, Inhalte des Online-Lexikons verbreiten sich sofort und für jeden abrufbar im Netz, auch wenn sie falsch sind. Beispiel: Alan McMasters, der angebliche Erfinder des Toasters aus England. Mr. McMasters gibt es nicht, aber alle glauben es. Newsseiten berichten über ihn und wollen ihn posthum sogar ehren. Der Schwindel fliegt auf, aber erst 11 Jahre später. Wie kann das sein? Und wie kann sich das in Zukunft ändern? Vielleicht kommt da der Verein mit den 8 Millionen Euro Personalkosten ins Spiel. Gibt es doch eine professionelle Instanz, die alles kontrolliert? Vincent besucht die Zentrale der deutschen Wikimedia. Die gehört zum amerikanischen Mutterverein und ist Non-Profit. Trotzdem arbeiten allein in Berlin 155 Menschen dafür. Laut Jahresbericht arbeiten diese an verschiedensten Projekten. Neben Wikipedia gibt es noch 23 weitere Plattformen, vom Reiseportal über ein lizenzfreies Bildarchiv bis hin zum Wörterbuch. In Amerika sind rund 700 Mitarbeitende beschäftigt. Deren Löhne sind wie in Deutschland durch Spendengelder gedeckt. Und die generiert der Verein seit 2005 hauptsächlich über Spendenbanner mit ständig steigenden Zielsummen.
2005 braucht der Mutterverein in Amerika 75.000 Dollar und sammelt sogar noch mehr. Nächstes Spendenziel 200.000 Dollar. Allein im letzten Jahr hat Wikimedia in den USA 165 Millionen US-Dollar generiert. Aber warum braucht es so viel Geld? Antworten erhofft sich Vincent von der Geschäftsführerin der Deutschen Zentrale, Franziska Heine. Was genau passiert mit dem Geld und braucht man überhaupt so viele Mitarbeiter? Genau, also das Geld, was wir einnehmen über die Spenden, das geht zum einen dahin, die Software weiterzuentwickeln, die Basis für unsere Projekte ist. Und das sind in erster Linie die Menschen, die diese Software bauen. Das Personal sorgt also dafür, dass die Plattform technisch einwandfrei funktioniert. Die inhaltliche Verantwortung überlässt man den Freiwilligen. Wikimedia Deutschland hatte 2022 rund 12,7 Millionen Euro zur Verfügung. Satte Gewinne? Wir schalten das Banner ab, wenn wir das Geld haben, was wir brauchen. Also wir könnten dieses Banner länger laufen lassen, aber das machen wir nicht, weil wir eben genau nicht einfach Geld anhäufen wollen, sondern weil wir in der Lage sein wollen zu sagen, das ist das Geld, was ihr uns gegeben habt und das haben wir damit gemacht. Gewinn gäbe es also nicht. Viel mehr Transparenz bei unserem Besuch gibt es aber auch nicht. Stattdessen hebt die Geschäftsführerin nochmal die Qualitätskriterien hervor. Am Beispiel künstliche Intelligenz. Da gibt es sehr klare Regeln dafür, was geht nicht. Und nein, man kann als jemand, der einen Wikipedia-Artikel schreiben möchte, nicht einfach zu ChatGPT gehen und sagen, hier, schreib mir doch bitte mal den Artikel zu Thema XY und ihn dann reinkopieren und dann veröffentlichen. Zumindest in diesem Punkt soll sie nicht recht behalten. Und das können wir auch belegen. Denn 48 Stunden nach seiner Veröffentlichung ist Vincents KI-generierter Artikel immer noch im Netz. Seit zwei Tagen ist der Artikel jetzt online. Er ist auch immer noch da, was ich irgendwie immer noch überraschend finde. Er wurde ein paar Mal bearbeitet, das habe ich schon gesehen. Das heißt, die Aufmachung ist ein bisschen eine andere. Und er wurde zur Qualitätssicherung eingestuft. Das heißt, ein User sagt Vollprogramm, wie er das genannt hat, was auch immer das heißt, sofern relevant. Also ich bin gespannt, was in den nächsten Tagen noch passiert. Wie kann es sein, dass unser Fake-Artikel so lange existiert? Der Grund? Die Community hat zu viel zu tun. Und das ohne Bezahlung. Es gibt aber auch Menschen, die mit jedem Wort verdienen. So wie Simon Wohlleb. Der 31-Jährige leitet seit 6 Jahren eine Beratungsagentur und liefert Konzepte für perfekte Online-Lexikon-Artikel gegen Geld. Seine Expertise stellen wir gleich mal mit unserem KI-Artikel auf die Probe. Wenn man der KI sagen könnte, dampf es runter auf 5 Sätze und lass es dann von einem Menschen schreiben und lass es dann noch enzyklopädisch aussehen, dann könnte dieser Text tatsächlich bestehen, weil ich denke, du bist ja wirklich schon lange dabei bei Galileo und faktisch erfüllst du, glaube ich, die Relevanzkriterien. Nur, ich muss sagen, wenn ich sowas sehen würde, dann, also das gehört gelöscht. Also ich glaube, ich wäre von der Community enttäuscht, wenn jetzt hier nicht schnell ein Löschantrag kommt. Ob sich die Community einschaltet? Erstmal geht's aber um Simon Wohlebs Geschäftsmodell. Er schreibt für seine Kunden, beispielsweise ein Musiker, der sich selbst bewerben will, gegen Geld den perfekten Lexikonartikel. Veröffentlichen muss den der Musiker selbst. Das ist auf Wikipedia erlaubt. Wie lange noch? In dem Moment, wenn ich ein Verbot einführen würde und sagen würde, hey, es ist verboten, es zu tun, da würden einfach viele versuchen, ja gut, wenn es nicht erlaubt ist, dann mache ich es halt heimlich. Bezahlte Texte müssen übrigens immer gekennzeichnet sein. Simons Kunden stört das nicht. Aber verfälscht das nicht Wikipedia? In der Theorie könnte die Community sofort eingreifen. In der Praxis dauert das bis zu 2 Monate. So lange kursieren dann manipulierte Informationen im Netz und keine objektiven Fakten. Es gibt auch Menschen, die Interesse daran haben, falsche Informationen, Fake News unterzubringen. Und sie in Wikipedia unterzubringen, ist der Goldstandard für jeden, der Fake News pushen möchte. Zurück zu unserem Experiment. Wir verbreiten mit einem von KI verfassten Artikel gezielt Falschinformationen. 5 Tage nach Veröffentlichung ist der Text noch immer online. Mittlerweile habe ich so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen, wenn ich ehrlich bin, weil der Artikel immer noch online ist und
bewusst mehr oder weniger falsche Informationen da reinzustellen, widerspricht ja eigentlich dem Prinzip, ne? Dass man das ja eigentlich nur nutzen soll und sich eben genau dem bewusst sein soll, was man da schreibt. Unser KI-generierter und mit Fake News getunter Text ist auch 20 Tage nach der Veröffentlichung noch drin. Wir geben uns der Community zu erkennen. Ich bin sehr gespannt, wie die Reaktionen jetzt ausfallen. Kurz nach der Veröffentlichung kommt Bewegung auf die Seite. Und Minuten später ist der Löschantrag da. Man muss sich natürlich bewusst sein, dass jeden Tag sich eben tausende von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern damit beschäftigen, falsche Informationen oder Fehler aus Artikeln zu korrigieren. Nichtsdestotrotz, wir wollten zu keiner Zeit etwas Böses. Und ich glaube, wir brauchen uns nicht wundern, wenn am Ende dieser Artikel gelöscht wird. Fakt ist, die KI erstellt den Artikel in Sekunden. Und es ist nicht zu unterscheiden, wer dahinter steckt. Ist KI eine Gefahr für Wikipedia? Ich sehe das als eine große Chance und nicht als eine große Gefahr. Diese Ehrenamtlichen können und sollen und dürfen nicht ersetzt werden durch künstliche Intelligenz, aber sie können sehr, sehr gut unterstützt werden. Was vor über 20 Jahren als simple Idee beginnt, ist heute eine Multimillionen-Dollar-Unternehmung auf Spendenbasis. Die Inhalte der Wissensplattform sind frei zugänglich, aber nicht immer vertrauenswürdig. Und vor allem ist nicht absehbar, wie KI in den nächsten Jahren das Wissen verändert. Mhm.